Mittwoch, 15. Dezember 2021. Herzlich willkommen. Wir schauen uns an, was astrologisch drin ist. Sonne im Schützen, Mond weiterhin im Stier. Pragmatismus ist angesagt, Mars ist ja auch im Steinbock angekommen und wir haben weiterhin dann auch Mars im Schützen, das beflügelt, das gibt optimistisches Vorankommen. Man sollte natürlich nicht übertreiben, man sollte nicht übers Ziel hinausschießen. Wir haben eine Energie, dass man leicht ja, übertreiben könnte. Also man ist überkritisch, übergereizt und vielleicht auch durch die Spannung zwischen Mars, Uranus und Pluto. Also möglichst versuchen, auf dem Teppich zu bleiben, auch in der Sprache, auch im Verhalten. Aber ich denke, mit Merkur im Steinbock sollte das möglich sein. Ja, schauen wir uns das an, wie das in den Karten aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021. Wir haben die Sonne im Schützen, den Mond im Stier. Wir schauen uns an, was wir in der Allgemeinlegung für den Widder heute haben. Klarheit und Wahrheit mit dem Ast der Schwerter. Erkenntnisse, Know-how, erklärende Gespräche oder einfach eine Erkenntnis in dem, worüber du nachdenkst. Zurückhaltung. Du wirst wahrscheinlich dann nicht sofort mit nach vorne stürmen. Wir haben die Heilung. Es geht darum, etwas in dir oder mit dir zu heilen. Und da weißt du noch nicht so genau, wie du das machen kannst oder wie das geht oder wie das funktionieren könnte. Deswegen die Zurückhaltung. Dir wird etwas klar oder du erhältst eine Information, auch das ist möglich. Du möchtest das gerne heilen, weißt aber noch nicht wie. Vielleicht auch, wie du dich ausdrücken sollst oder was die Lösung für ein Problem ist. Halte dich da noch etwas zurück. Ich denke, wenn du sensitiv genug bist, auf die Eingebung, dein Bauchgefühl, deine Intuition zu achten, wirst du auch die Lösung finden in naher Zukunft. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021, Sonne im Schützen, Mond im Stier. Das unterstützt dich natürlich. Wir schauen uns an, was wir für den Stier am heutigen Mittwoch allgemein haben. Königin der Kelche, das ist Fürsorge. Für dich oder von dir ausgehend, mütterliche Energie, du kannst aber auch ein Mann sein, das spielt keine Rolle. Es geht einfach darum, dass man sich kümmert um seine Lieben oder dass man bekümmert wird. Ist ja auch schön. Zurückhaltung. Okay, man möchte was nicht sagen oder man möchte was nicht entscheiden. Es geht um Details. Sieben der Münzen sind Details. Also vielleicht ist da etwas, wo man sich nicht traut, wo man nicht weiß, ob der andere das mag. Es geht um Kleinigkeiten, Entspannung. Wichtig ist, im Zweifelsfall vorsichtig nachzufühlen, nachzufragen, je nachdem. Oder auch deinem Gegenüber, wenn dir die Fürsorge vielleicht auch ein Stück weit zu weit geht, zu sagen, hör mal, ein bisschen anders, wäre mir lieber. Oder man kann ja freundlich dabei bleiben. Also Entspannung. Es kann auch sein, dass du dich zu sehr um jemanden kümmerst und der sich nicht traut, er möchte oder sie möchte dir nicht vor den Kopf stoßen. Versuche da so ein bisschen Sensitivität reinzubringen. Es ist nicht böse gemeint, es kann nur manchmal sein, dass man einfach nicht dafür in dem Moment geeignet ist. Also ein Beispiel, wenn ich besonders aufgeregt, besonders traurig bin oder so, habe ich oft die Anwandlung, dass ich nicht sofort darüber reden kann. Vielleicht, das ist aber nicht böse gemeint, es ist einfach so, dass man Dinge erstmal verarbeiten muss. Das wäre so ein Beispiel dafür, was das sein könnte. Also schön vorsichtig vorgehen, nicht zu direkt vielleicht oder ein bisschen zaghaft, aber auch wenn du das nicht möchtest, ist das genauso gedacht. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021, Sonne im Schützen, Mond im Stier, erdgebunden, aber sensitiv. Was haben wir für die Zwillinge? Die Liebenden, Partnerschaften, Freundschaften, Dinge, die du liebst. Neun der Stäbe, du bist dabei, dich ein bisschen zu verausgaben. Vorsichtig. Vier der Stäbe, du möchtest harmonisches Beisammensein, liebevolle Energie.
Und du bist bereit, etwas dafür zu tun, was zu riskieren, was ja eigentlich schön ist. Worauf du nur achten musst heute ist, dass du deine Energie nicht in die falsche Richtung lenkst. Also sei es jetzt, dass du zu viel darauf an Euphorie verwendest oder dass du da zu viel Zeit mit verbringst. Es geht darum, vielleicht auch mal nachzufragen, wie das andere gerne hätten, sei es im Job oder sei es privat, dass man nicht in die falsche Richtung tendiert. Das könnte sein, dass man da, ich sag jetzt mal, was entscheidet und das war jetzt nicht das, was der andere sich vorgestellt hat. Deswegen frag lieber. Du bist dabei mit Herzblut, das ist wunderschön, du sollst auch was riskieren, aber du sollst dabei natürlich nicht deine Energien verschwenden. Also sei schön achtsam, dann funktioniert das. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021, Sonne im Schützen, Mond im Stier. Man bleibt auf dem Teppich, das ist gut, man ist sehr entgegenkommend. Was haben wir? Wir haben die Acht der Schwerter. Da weiß man keine Lösung, da weiß man vielleicht keinen Rat, man dreht sich im Kreis und kommt zu keiner Lösung oder man hat keine Idee. Dann sollte man aussteigen. Das kann ein Spaziergang sein, das kann einem einfach was anderes machen bedeuten, einfach den Gedanken einfach mal loslassen. Dein Unterbewusstsein arbeitet ja trotzdem weiter dran. Aber je besser du dich davon ein bisschen distanzierst, umso besser. Wir haben die drei der Münzen. Du bist nicht allein. Wir haben Teamplay und wir haben die acht der Münzen. Ihr könnt gemeinsam an den Problemen oder an dem Problem arbeiten. Durchaus möglich. Du hast Hilfe, du hast Unterstützung und vielleicht hilft dir ja jemand auf die Lösung zu kommen oder hilft dir einfach, finde ich auch sehr schön. Wir haben den König der Stäbe, wir haben ja das Feuerzeichen Schütze. Das kann ein Schütze sein, kann aber auch die Energie des Optimismus, des positiven daran Wirkens oder auch die Kreativität zusammenzulegen im Team, im Job, vielleicht auch privat. Das ist sehr schön, man ist mit Feuereifer dabei und sucht nach adäquaten Lösungen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, lass dir helfen und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 15. Dezember 2021 mit Sonne im Schützen, Mond im Stier. Die Erdenergie ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir schauen mal, was wir für den Löwen allgemein haben. Da fällt etwas weg oder du bist gehalten, etwas aus dem Weg zu schaffen. König der Münzen ist die Erdenergie, Pragmatismus. Es ist so ein bisschen Behäbigkeit, langsam machen. Und es ist auch so ein bisschen Dankbarkeit und Demut für das, was man schon erreicht hat. Und die Dinge zu beurteilen, wie sie tatsächlich sind. Da hilft dir die Erdenergie enorm. Denn es geht darum, die richtige Wahl zu treffen. Was kann weg, was soll bleiben, was ist gut, was ist nicht so gut. Dabei hilft dir diese Erdenergie, also ganz pragmatisch, ganz ruhig daran zu gehen. Und wir haben die Mäßigkeit, die Schütze-Energie in seiner Mitte zu sein. Gefühl und Intellekt im Einklang oder kommen dann in Einklang. Das finde ich sehr schön. Versuche dich daran zu orientieren. Es hilft dir heute bei Entscheidungen und ich denke, es macht dir einiges leichter. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, meine liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 15. Dezember 2021, Sonne im Schützen, Mond im Stier. Erdenergie hilft dir natürlich auch, auf dem Teppich zu bleiben. Wir schauen mal, welche Energien wir für die Jungfrau am heutigen Mittwoch allgemein haben. Abwägen, was hat Priorität, was kann liegen bleiben. Das Team, Mitarbeit, mit anderen gemeinsam überlegen und sich dabei ein Urteil bilden. Bedeutet auch, dass man gemeinsam bespricht, wo man denn hin will, was man machen möchte und dann kann man gemeinsam die Entscheidung treffen, also das Für und Wider abwägen. Das ist hier auch der Fall. Es geht darum, nicht einsame Entscheidungen zu treffen, sondern mit anderen gemeinsam an die Entscheidungsfindung zu gehen. Finde ich sehr schön, wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Guten Tag, meine liebe Waage. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 15. Dezember 2021, Sonne im Schützen, Mond im Stier. Was haben wir allgemein heute für die Waage an diesem Mittwoch? Königin der Schwerter. Königin der Schwerter ist ja auch deine Energie.
Es bedeutet, mit sich absolut ehrlich und aufrichtig zu sein. Das heißt, innere Klarheit zu gewinnen, sich mit all seinen Fehlern und positiven Seiten zu akzeptieren, in Liebe anzunehmen und diese Ehrlichkeit, Authentizität nach außen zu tragen. Wir haben die Waage-Energie, für Harmonie zu sorgen, Ausgewogenheit herstellen. Die muss natürlich zuerst bei dir vorherrschen und dann geht's nach außen. Wir haben den Mond, ein paar ungute Dinge bereinigen, besprechen, beseitigen. Vielleicht sind es auch deine, sagen wir mal, Bedenken, deine Ängste oder deine Gefühle. Und wir haben die Acht der Stäbe, es bedeutet, sich zu äußern, absolut ehrlich und aufrichtig. Im Rahmen, wo du das möchtest, wo du Vertrauen hast, wo du das auch zulassen möchtest. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass du im Vorfeld für dich die Klarheit hast, was du verändern möchtest, was du wieder in Gleichgewicht bringen möchtest. Und da sind halt ein paar ungute Gefühle, alte Erinnerungen oder vielleicht auch Schattenseiten, über die wir ja schon mal gesprochen haben, darüber sich auszutauschen und die vielleicht auch dadurch zu bereinigen. Eine schöne Energie, nutze sie und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 15. Dezember 2021. Sonne im Schützen, Mond im Stier. Eine sehr erdgebundene Energie. Ganz gut, man bleibt auf dem Teppich. Was haben wir heute für den Skorpion allgemein an diesem Mittwoch? Die Sonne, positive Energie, gute Laune, Optimismus, Strahlkraft. Du kommst über etwas hinweg, was dich in der Vergangenheit enttäuscht hat. Und du kümmerst dich um dein Wohlbefinden. Das ist die Eigenliebe. Das ist die Liebe, die du in dir trägst. Die Liebe, die deinen Kelch überlaufen lässt. Und wir haben die zwei der Kelche. Das heißt, du wirst diese Liebe entweder heute jemandem gestehen, jemandem zeigen, wie sehr du ihn oder sie schätzt. Vielleicht ist es auch familiär oder kollegial. Man kommt über Dinge, die nicht so gut funktioniert hatten, sehr gut hinweg mit positiver Attitüde, Eigenliebe und eben auch, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das heißt, genauso viel spricht, wie man zuhört, sich Vertrauen schenkt. Wunderschön. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Nutze diese Gelegenheit und dann sage ich bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Mittwoch, 15. Dezember 2021. Sonne im Schützen, Mond im Stier bedeutet, man ist sehr geerdet, man bleibt auf dem Teppich, man hat vielleicht keine hochfliegenden Pläne. Wir schauen mal, was wir für den Schützen allgemein an diesem Mittwoch haben. Der Neubeginn, ein Neubeginn, unbelastet und frei. Der Magier, Manifestation, was du dir vorstellst, also die Gedanken werden Realität. Und die Neun der Schwerter, es können die Sorgen sein, ob das wirklich alles so richtig ist. Es können aber auch die Gespräche sein, die du führst, um diese Dinge real werden zu lassen. Vielleicht teilst du mit, was du möchtest. Vielleicht lässt du andere an deinen Plänen teilhaben, dass sie daran mitwirken sollen, wie auch immer. Wir haben die Neun der Münzen. Am heutigen Tag haben wir Unabhängigkeit, Freiheit, Single-Dasein, kurz vor der Zehn, kurz vor einem Durchbruch stehen. Eine sehr schöne Energie, solange du das eben nicht mit Sorgen verbringst, sondern mit Planung, mit Gesprächen und mit dem Realisieren deiner Träume. Finde ich sehr, sehr schön. Nutze diese positive Energie und reiße andere positiv mit. Und dann, denke ich, wirst du auch nicht lange auf die 10 der Münzen warten müssen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021. Sonne im Schützen, Mond im Stier, das liegt dir sehr, weil erdgebunden, pragmatisch, voranschreitend, aber in aller Ruhe und detailverliebt. Was haben wir für den Steinbock am heutigen Mittwoch? Veränderungen. Veränderungen können gut sein, können weniger gut sein. König der Münzen, du bist stabil und sicher, es ist deine Energie, das ist auch die Dankbarkeit und die Demut für das, was du schon erreicht hast. Die Veränderung hin zur Ruhe und Gelassenheit, auch gesellschaftlich, finde ich gut. Das bedeutet, dass du dir sehr bewusst bist, wo du stehst und dass du sehr auf Details achtest mit den 7 der Münzen. Ich glaube, du bist auch sehr wählerisch, wen du in deinen inneren Kreis lässt und wen nicht. Wenn wir die Geselligkeit oder Gesellschaft sehen, da muss schon, wie gesagt, sehr viel Vertrauen aufgebaut werden. Man braucht da sehr viel Zeit. Das ist okay, das ist vollkommen okay. Die Veränderungen lassen sich natürlich mit vertrauten Menschen besser hinbekommen als mit Menschen, die man neu kennenlernt. Deswegen sollte man natürlich auch neue Kontakte
langsam eben in Ruhe kennenlernen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021. Wir haben die Sonne im Schützen, den Mond im Stier, erdgebunden, pragmatisch, aber auch sehr sensitiv. Wir schauen mal, was wir für den Wassermann am heutigen Mittwoch allgemein haben. Der Magier, Manifestation, was du dir erträumt oder ausgedacht hast. Wir haben die Liebenden, das kann eine neue Liebesbeziehung sein oder etwas, was du realisieren kannst, was du liebst. Und wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit in Beziehungen, genauso wie finanziell. Und das läuft auch weiterhin sehr schön, wenn du dich mit dieser Erdenergie pragmatisch darum kümmerst. Finde ich ausgesprochen schön, ein schöner Tag. Ich denke, dass du vielleicht heute die Weichen legst für neue Ziele, für neue Beginne vielleicht auch. Das, was du liebst, manifestierst du und das ist sehr schön. Kann auch Beziehung bedeuten, wie gesagt, aber auch finanziell. Herzlichen Glückwunsch, klingt super. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind bei Mittwoch, 15. Dezember 2021, Sonne im Schützen, Mond im Stier. Was haben wir denn heute für die Fische? Ja, die Feuerenergie ist jetzt nicht so deins, die Erdenergie schon eher, Pragmatismus langsam zu machen. Was haben wir für die Fische allgemein? Wir haben den Herrscher. Das kann deine Attitüde sein, bestimmen zu wollen. Es kann deine Verantwortung sein, es kann aber auch von jemand anderem ausgehen. Obsessives Verhalten kann natürlich Übertreibung bedeuten, dass jemand seine Macht irgendwo ausnutzt oder dir zu nahe tritt oder umgekehrt natürlich. Ne? Und wir haben den Page der Schwerter. Informationen sammeln, sich erkundigen, sich austauschen, nicht einfach alles so hinnehmen, aber freundlich und liebevoll bleiben, egal ob dir heute einer blöd kommt oder nicht. Ich habe so den Eindruck, dass jemand in einer Position, ein Vorgesetzter oder so, heute auf dich zutritt und da vielleicht irgendwie unwirsch ist oder dir irgendwas abverlangt. Sei da bitte sehr freundlich, sehr entgegenkommend, aber bewahre dir die Zeit, dass du Informationen sammelst, bevor du dann loslegst. Immer schön freundlich und entgegenkommend bleiben. Im umgekehrten Fall, denke ich, solltest du da ein bisschen achtsam sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass Fische unbedingt jetzt auftrumpfen wollen. Falls das der Fall sein sollte, bleibe bitte freundlich. Ich glaube, das würde dir heute nicht so gut tun, wenn du da irgendwie auftrumpfst oder so. Im umgekehrten Fall wird das auch nicht schön aufgenommen, ja? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.